So, ihr Lieben. Heute ist alles möglich. Rein in den Car Mechanic Simulator 2018. Let's go. Trag deinen Profilnamen ein. Günther. Und jetzt? Ah, normaler Modus. Rein. Also kleine Kritik schon mal direkt. Sie könnten gerne die Intro-Musik ein bisschen leiser machen. Willkommen beim Car Mechanic Simulator. Lernen Sie die neue, im Tutorial komplett freigeschaltete Werkstatt kennen und entdecke die Funktionsweise der einzelnen Werkstattbereiche. Um das Tutorial zu beenden, teste ein Fahrzeug auf der Teststrecke. Nutze dafür das Tor der Werkstatt, um die Karte angezeigt zu bekommen. Hallo, Cape. Hebebühne. Nice. So, tschüss. Hallo? Auch die Sitze rausnehmen? Ah. Warum muss man bei manchen drücken und bei manchen gedrückt halten? Und wie komme ich hier wieder raus? Okay. So sieht er irgendwie cooler aus. Kein originaler Audi. Audi hat keine Juwelen. Und Chris, Ehre für 1972 Bits, mein lieber Ehre. Ui, Memo. Nice. Nice. Und Mr. Liberty, vielen Dank für den Prime Sub, den zweiten Nanomechaniker. Na, du Freiheitsmensch. Werkbank, hier kannst du versuchen, ein defektes oder verschlissenes Teil wieder herzurichten. Ja. $23. Probieren wir mal. Hä? Das war's. Muss ich da nicht wenigstens mal drüber schrubben oder so? Ich hab keine passenden Ersatzteile. Okay, können wir eventuell direkt dran machen. Wo ist mein Kotflügel eigentlich hin? Oh. Das müssen wir demontieren, leider. Tut mir leid. Ah, nee, nee. Fahrwerk müssen wir eigentlich auch abnehmen. Erstmal Rad weg. Moment, Moment, Moment. Ach, Hebebühne ist gar nicht betätigt, stimmt. Mach mal. Oh, einmal sauber lecken. Mhm. Ihr seht gerade irgendwas nicht. Mhm. Erstmal die Schrauben weg. Damit es schön alles auf mich runterplatscht jetzt. Ja, Ölwanne weg. Das Getriebe können wir natürlich sofort schon wegmachen. Ja, nee. Ah, jetzt kann ich die Reifen abmachen. Ja, okay, ergibt Sinn. Muss ich mal hingucken, um das perfekt abzunehmen. Perfekt. Hallo?
Alles weg hier. Wie viel bleibt von dem Ornament eigentlich noch übrig? Wie weit kann ich das jetzt eigentlich treiben? schon eine gute Vorbereitung, um meinen Zweitrick bald aufzubauen. Ich will halt schon gerne nochmal auf die andere Seite gleich. Komm, Reifen weg. Hey, wait, jetzt so? Ja, genau, perfekt. Wie verrostet das alles ist, ne? No Illusion, gerne! Weg damit! Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gerade noch nicht, warum ich das alles mache, aber... Hallo? Ja, Mann. So. Selbes Spiel hier nochmal. Sauber. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie Car Mechanic Simulator gespielt. Vielleicht merkt man das auch. Hallo. Wie komme ich jetzt? Wie kann ich wieder rauszoomen? Da haben wir die Hebebühne. Gehen wir zum Rad links. Hallo Toto, hallo Tobi, hallo Menschen. Ja, und PS-Profis bin ich gerade bald auch dabei. Wurde schon angefragt. Ich soll da auch Sydney und Jean-Pierre ein wenig wieder zusammenbringen. Wird klappen. Koppelstange. David Koppelfiel. Roby, Ehre für den 16 mit Prime. Hallo Dave und auch in den nächsten Monat. Vielen Dank für deinen super Content auf Twitch und YouTube. Ehre! So, ich finde, wir haben das Auto sehr gut bearbeitet bisher. Das sieht aus wie neu. Die Teile, wo wir dran gearbeitet haben. Ja. Moment. Ja, weiter. Stabi braucht keiner. Sogar Vettel mal ohne gefahren. Lief jetzt nicht so gut, aber hey. Ah, perfekt. Das Auto einmal komplett zerlegen wäre halt echt insane. Da hätte ich jetzt Bock drauf. So, rein da. Und? Hey! Doch mal arbeiten hier. Ich möchte das Auto komplett auflösen. So wie bei Breaking Bad in dieser einen Szene mit Crazy 8. Perfekt. War jetzt alles weg.
Wie weit kann ich den Motor? Ach, warte mal, Mods, könnt ihr bitte das Spiel akutalisieren? Ich glaube, wir sind beim Spiel nicht akutell. So, die Lehre daraus ist, es ist einfach gar nicht so schwer, ein Auto in seine Einzelteile zu zerlegen. 5 Minuten, easy. Dom 2018 fehlt da noch. Schrauben machen Geräusche, wenn sie auf den Boden fallen. Ah, da. Easy. Ja doch, wollte ich gerade sagen. Das geht auch jetzt. So. Der sieht doch gesund aus. Haben wir hier eigentlich noch? Oh, da ist die Chillecke! Geil. Gibt's hier Fernsehsender? Was ist das? Fast and Loud. Okay. Boah, das ist Predator PS4. Wie cool. Guck mal, Controller. Voll abgesippscht, Alter. So. Ja. Oh, der Werkzeugkasten. Hier kannst du Fähigkeiten oder weitere Hilfsmittel mit den Punkten freischalten, die du beim Erreichen höherer Erfahrungsstufen erhältst. Mhm. Ja, mach ich. Okay, kann ich nicht. Schade. Schweißgerät! Das Fahrgestell eines Fahrzeugs reparieren. Ich hab nicht genug Geld. Nö, nö, ich spar mir Geld. Ob ich für die Kiste Geld ausgebe jetzt noch. Hier, guck, Kraftstofftank raus. Gehen wir vor zum Motor. Ja, easy. Schwungrad. So, arbeiten wir uns weiter vor. Oh, da war was! Kann ich eigentlich die Sitze auch rausnehmen und so? Ui. WD-40 regelt. Habe ich sogar zu Hause. Bro, wie viel doch? Haben wir. Oh, Ölfilter sofort raus. Brauchen wir nicht. Könnte das Auto halt. Guck mal, die Logik dahinter ist: je leichter das Auto ist, desto leichter können wir es schieben. Das ist halt der Gedanke jetzt dahinter. Da. Weiter. Alle Schrauben müssen weg. Schrauben wiegen. Oh Gott, ich wollte hier kurz rauszoomen. Mir einen Eindruck hiervon verschaffen noch. Warum wird bei der Abgasanlage noch was angezeigt? Ich bezweifle, dass das Auto noch eine allzu viel Abgasanlage hat. Machen wir die Hebebühne mal. Ui.
passiert eigentlich, wenn ich... Ah, ich kann nicht drunter. Schade. Chris Vanderbilt, Ehre für den 26. Was geht, Diggi? Und Boeni, vielen Dank dir für den 3. mit Prime. Ehre. So, Luftfilterdecke. Tschüss. Gaza, raus. Zockerino, Ehre für den 12. Merci, mein Lieber. Moini. Ansaugkrümmer. So. Tschüss. Oh, 10 Schrauben, Digga. Oh, ich kann die Maustaste gedrückt halten. Wie geil. So, andere Seite. Nice. Wir mal gucken, wie sehr wir das Auto strippen können. Der Kühler geht direkt raus, oder? Ich nichts anderes mehr mache. Oh! Klammer. Ah, Klammer auf, Klammer zu. Und jetzt tschüss. 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 Ja, der Motorblock, Moment. Muss ich die Kipphebel noch machen. Doch, doch, Dom. Safe. Zugang. Ach, du musst gucken, von wo aus du den Zugang auch hast. Also so eine Gameplay-Mechanik, ja gut. Ich dachte, der lässt dich halt allgemein dann einfach so dran arbeiten dann. Prozent, ist das der Zustand? Ich glaube, links oben verdecke ich gerade ein bisschen was. Ist das der Zustand oder wie? Weiß ich, wo ich mich hinsetzen sollte, um nichts zu verdecken. So. Ja. Schön die ganzen Stangen hier noch rausholen. Hallo. Ach, da ist noch ein Kipphebel. Ups. Gehen wir nochmal auf die andere Seite. Ach, da ist ja noch einer. Das ist so verrostet, dass ich gar nicht mitbekomme, dass da irgendwas ist. So. Haut rein. Absolut weiß ich, was wir hier haben. Wir haben hier einen klassischen Zweizylinder-Diesel. Mit halbstarken 3/4-Leitern. Die letzten 4 Formel-1-Weltmeister heißen übrigens Michelin-Männchen, Franz, Josef und Michael. Einfach komplett neues Auto bestellen? Ja, ich versuche... Das ist die Mission, Leute. Das ist die Mission. Auto möglichst auseinandernehmen. Keilriemen können wir rausmachen schon mal. Tschüss. Tschüss. So. Die Frage ist jetzt natürlich... Ne, natürlich weiß ich nicht, was ich mache. Deswegen ist es wichtig, sich mit dem Arbeitsgerät vertraut zu machen. Jetzt weiß ich ja nach und nach, wo alles ist.
Hallo? Okay, ja, dann muss ich von der Hebebühne wieder. Wait, kann ich das... Ah, den Ölmessstab. Ja. Es ist Öl im Haus. Oder auch nicht. So, Hebebühne, Digga. Days, danke dir für den Prime-Sub, Ehre. Im Bereich Auto, ich schraube dich selbst, nope. Oh ja, warte mal. Ja, Diagnosemodus. Ich würde sagen, das Auto hat keine Reifen. Frontleuchten fehlen gegebenenfalls auch noch. Hallo? Was stört dich denn? Okay, auf zur Hebebühne. Maximal 3200 Kilo. Das ist wichtig. Ich habe hier nicht alles demontiert. Ja gut, das ist problematisch. Tech, vielen Dank für den 21. Merci, mein Lieber. Und moin, moin. Habe ich denn alle schon montiert sonst? Oder... Das ist halt so... rangezoomt. Hebebühne wieder runter. Heute eher Senkebühne. Ich habe nicht alle. Hä? Wer soll die schweißen? Moin Colt! Danke für die 173 Pizzerinos. Was geht? Okay. Da! Da ist der Übeltäter. So, jetzt geht's ab. Oh, oh, oh. Raus. Timmy! Ehre für den 9. mit. 9. Monat. 9. Monat. So, rein in den Lachs. So. Jetzt. Ah, perfekt. Sollte ich mich von der anderen Seite nähern? So. Hebebühne. Okay, kann sein, dass das noch eine Stunde dauert. So, jetzt! Jetzt ist alles weg, oder? Danke! Was ist das für eine Karre? Das war ein Cape. Ja, raus mit der Kurbelwelle. Und jetzt müssen wir noch den Motor rausnehmen. Ich frage mich, ob ich die ganzen anderen Sachen auch noch rausnehmen kann. So, Tür? Lenkrad demontieren, bitte. Hallo? Setz dich mal. So, tschüss. Ja. Doch jetzt wie neu.
Okay, perfekt. Warte. Ersatzteillager. Hier können die Teile gelagert werden, die nicht im Inventar benötigt werden. Du kannst jetzt zum Beispiel bis zu 8 verschiedene Lagerräume einrichten. Wow. Oh ja. Ein Bolt Cape, Rücklicht rechts. 55%. 48% ist das links. Darf man nicht verwechseln. Ja, außer bei BMW. Oh, was haben wir hier? Lackierka... Oh, das ist ja cool. Gehen wir rein. Teil lackieren. Und das sind rosa. Dass das jetzt nicht so einen großen Effekt hatte. Nein! Farbe wählen? Ah, es geht keine andere Farbe, schade. Lackierkabine. Das ist lame. Memo. Ermöglicht die Säuberung der Innenraumausstattung. Wo? Wo ist das Innenraumpflege? Hä? Ah, da! Hat das dann automatisch schon benutzt, oder was? Ölauffangbehälter. Um altes Öl sicher aufzufangen, falls dieses Gerät... ...nicht nutzt, musst du mit zusätzlichen Gebühren für ausgelaufenes Öl rechnen. Ihh, das ist unangenehm. Warte mal. Motorständer. Erlaubt die Befestigung und freien Zugang zum Motor. Hier kannst du in Ruhe an einem Motor arbeiten. Werkzeugkasten und damit den Motorständer. Okay. Diagnosefahrt. Ermöglicht die genaue Diagnose von Bremsen sowie der Aufhängung. Ui. Das finde ich immer cool. Tor der Werkstatt, Karte. Mithilfe der Karte kannst du auswählen, wohin du fahren möchtest. Um das Tutorial zu verlassen, wähle die Teststrecke und dein Fahrzeug. Nach erfolgreichem Abschluss wirst du gefragt, ob du das Tutorial beenden möchtest. Ja, ich glaube, ich habe jetzt genug gehabt. Rennstrecke, Geländestrecke. Ui, Memo. Guck mal da. Ah, da Fahrzeug fehlen Räder. Hä? Da ist kein Motoröl aufgefüllt. Dann gehen wir zurück. Wie viel kostet Car Mechanic Simulator? Keine Ahnung. Tja, Motorhaube. Soll ich einfach füllen oder muss ich zwischendurch auch gucken, wie viel Öl schon drin ist? Ich mach einfach mal. Wird schon passen. Ah! Oder? Soll ich die Kotflügel doch dran machen oder nicht?
mache ich die denn jetzt dran? Also wie wähle ich das, den Kotflügel jetzt aus? Das brauchen wir nicht. Ja, das ist der Simulator 18, richtig. Ja, der 15er gibt es auch noch, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen günstiger dann sein. Modus ändern. Wie mache ich das? Das sagt mir das Spiel aber nicht. Oh, oh. Montage, danke. Ui, Memo, guck mal. Ganz frisch. Ein Kotflügel ist aber dann auch genug. So, auf geht's. Wir müssen ein bisschen Gewicht sparen. Ja, Mann! Abfahrt. Der hat ein viel cooleres Auto als ich. Yo, Memo! Oh! Zum Glück habe ich keine Kotflügel dabei. Verdammt, das war die Seite mit dem Kotflügel. Oh! Jo, der schluckt die Körbs aber gut. Abfahrt, Alter. Ui, stopp! Nice, haben wir perfekt geschafft. Rein da! Oh, jetzt habe ich 4000 Dollar wieder. Oh, Reifen wuchten kann man auch noch. Wie cool ist das denn? Habe ich Reifen? Schade. Ah, das ist erstmal eine kleine Werkstatt. Muss ich an den PC um Aufträge? Ja. Erstmal Aufträge entgegennehmen. Mhm. Nummernschilder. Mhm, mhm. Ui. Ui, Memo, Lenkräder. Porsche, Mann. Was ist das denn, Alter? Porsche Rückbank, Digi. Oh, Emden-Lots. Mhm. Die Bremsen sind schlecht. Ich dachte, dass es jetzt eventuell ein Effekt vom Spiel sei, dass da kurz mein Mikro komischen Sound hat. Auftrag nehmen wir an. Bro, die Bremsen sind dein Problem? Guck dir mal an, was so eine Rostlaube. Also, was ist das Wort? So. Soll ich jetzt, fahren oder? Ich würde den schon auf die Hebebühne bringen, ne? Oder muss ich den Modus jetzt wieder ändern? Oh, Maserati Quattro Formaggi. Fahrzeug bewegen, da. Erste Hebebühne. Ah, okay, sowas macht man nicht von selbst. Okay, okay, okay. Rein da. Warte mal, wir haben doch sicher so einen Inspektionsmodus jetzt, oder? Hä? Danke. So. Ja, ich muss ja erstmal... Oder bin ich jetzt schon im Demontagemodus? Auf geht's! Helge Corona! Verdammt, ich bin angesteckt.
bin erfolgreich 2 Jahre von dem Zeug weggerannt und jetzt sowas. Okay, warte. Diagnose. 68%. Oh, 23%, nicht gut. 56%. Okay, jetzt mal kurze Frage an die Leute, die das viel spielen, ne? Was heißt jetzt, also wann ist ein Zustand extrem schlecht und wann ist okay? Bei wie viel Prozent ist Handlungsbedarf? Dann kann ich die... Und Merku, Ehre für den 23. Moin Dave und Chat. Moini! Und Ehre auch Thomas für den 9. Moin Dave, schön, dich wieder live zu sehen. Freut mich, dass es dir wieder gut geht. Auf viele weitere Monate. Ehre, mein Lieber. Sieh, Leute. Ist beim Auftrag die Toleranzschwelle, meine ich. Okay, Copy. Erlaubter Ersatzteilzustand 100%. Okay. Also soll ich jetzt alles an Bremsen auf beiden Seiten jetzt ersetzen oder was? Und X-Cage, danke dir für den 11. Merci, mein Lieber. Bro, der hat hier 1% auf den Bremsen. Ja, dann muss ich halt alles neu bestellen. Was ist mit dem los? Ach, danke. Alles, was Rotes ersetzen. Danke, Christian. Und Big Tizing auch. Und Red Butler. Und euch allen vielen, vielen Dank für die... Hallo. Hä? Warum komme ich da nicht mehr? Ach, jetzt. Nein! Da ist halt noch was Weißes da, ne? Muss ich eventuell, ganz kurz, muss ich hier was entfernen? Den Bremssattel, um die Bremsbeläge nochmal zu checken? Oder sind die Bremsbeläge jetzt egal? Ich mach das mal. Ah ne, die Bremsbeläge sind eh bad. Okay, dann ist gut, dass ich das mache. Gut. Wait, alles was Rotes ersetzen. Aber es geht ja nur um die Bremsen, oder? Es geht nur um die Bremsen. Der Typ ist einfach ohne Bremsen gefahren, ja. Komm, machen wir einfach alles hier. Ey, hinten rechts konnte er immer noch bremsen, also ist nicht schlimm. Hätte schlimmer sein können. Wait. Okay, 64%, okay. Hinten rechts kann er bremsen, ist gut. Nochmal hier Diagnosemodus. Okay, Demontage. Also eigentlich müssen nur die Bremsbeläge bei den meisten Sachen gewechselt werden, oder? Richtig. Kann ich ja im Prinzip auch eigentlich die Bremsbeläge wechseln direkt.
Das sieht ja gut aus. Mit einer Bremse geht sogar noch voll klar. Ja, Mann. Okay. Wait, hier sind die Beläge okay. Hier ist der Bremssattel einfach komplett irre. Okay, gehen wir weiter. Hier ist noch was. Okay. Okay, warte mal, wir brauchen einmal Belege. Ganz kurz, wir brauchen... Wo habe ich jetzt den Bremskolben her? Habe ich ihm den abgenommen oder was? Okay, wir brauchen einmal Bremssattel, zweimal Bremsbeläge. Ja? Bremssattel Typ A und zweimal Bremsbeläge. Habe ich irgendwas vergessen? Also hinten rechts war ja okay alles, ne? Einmal Bremssattel, zweimal Bremsbeläge. Typ A Brems... Bremsen. Bremsbeläge. Kaufen wir. Und Bremssattel Typ A. Rein da. Haben wir die jetzt direkt? So, hier ist alles in Ordnung. Montage von Teilen. Die Brems... stimmt, hier war nur Dings. Genau. Rein. Wo? Was, wie mache ich das jetzt? Hä? Jetzt? Ja. Ist gut. Ha! Perfekt. Komm. Easy. Diagnose. Haben wir schon. Montage. Ja. Kann man die Dinger auch gebraucht theoretisch kaufen? Und X-Cage, danke dir für den 11., weil ich mich noch nicht bedankt habe. Ehre. Ich glaube auch schon. Hinten rechts war alles okay. Jetzt hier noch. Nein. Halten, okay. Zack, zack. Rein. So, easy. Muss sagen, so schwer ist es gar nicht, hier reinzukommen ins Spiel. Relativ easy. Die Handhabung ist easy. Echt nettes Game. Das wäre gefährlich, also gebraucht kaufen. Ja, aber... Ich meine schon im Spiel, ne? Mir geht's halt darum, dass man die Prozente ja theoretisch easy erfüllen könnte. Also es geht jetzt nicht zwingend unbedingt um die Bremsen, sondern es geht zum Beispiel darum, Felgen oder so. Ob ich dann Felgen mit 80% kaufen könnte. Ja, die Reifen wollte ich am Ende nochmal schön alle so kombiniert. Corona-Felgen, muss, also eigentlich sollte ich, komm, wenigstens so mal. Easy! Runter mit dem Auto. Wie sage ich dem jetzt, dass es fertig ist? Ui!
Als Kfz-Meister stellen sich einem die Nackenhaare, aber es ist zum Glück nur ein Spiel. Hä, was meinst du denn? Was habe ich gemacht? Fahrzeug bewegen. Erster Stellplatz. Was mache ich jetzt? Wie kann ich den Dude anrufen? Kannst du ihm sagen, dass er jetzt wieder bremsen kann? Ja, aber, hä, Moment, wie mache ich das jetzt? Wie rufe ich ihn an? Oder passiert es jetzt automatisch? Könnt ihr mal kurz auf die Teststrecke mit dem Auto. Sollte das vielleicht nicht kaputt machen? Das ist kein Tutorial mehr. Oh! Der Fake Audi eben war besser gefedert. Und bremsen. Easy. Und jetzt? Easy. Und jetzt? Hey Leute im Chat, ihr müsst mir mal sagen, wie ich den jetzt anrufe und sage, hey, guck mal, dein Auto ist kaputt, nicht mehr kaputt. Wie mache ich das? Am PC eventuell, das ist die Frage. Aber wir haben, glaube ich, ein paar Leute, die das Spiel spielen, sodass eigentlich niemand raten müsste, sondern Fahrzeuginfo. Danke! Ah, ich kann nicht springen. Schade. Schlechtes Spiel. So. Auftrag beenden. Danke. Ersatzteil kostet 155, Arbeitslohn 38, Abschlussprämie 38. Ja. Kann man mal machen. Haha, damit sind wir erfolgreiche Mechaniker. So, was wäre nächster Auftrag? Katagiri Katsumoto oder Emden Lotz? RT Schmidt, Bremsen sind schlecht. Bro, was ist bei dir? Vor anderthalb Jahren habe ich meinem Sohn dieses Auto gekauft, leider hat er sich nur um das Tanken gekümmert, sonst um nichts. Bitte einmal eine Durchsicht machen, den Ölstand und natürlich auch die Reifen prüfen. Wenn der Wagen fertig ist, kann mein Sohn ihn dann auch wieder abholen. Nö. Der soll sich gefälligst selbst drum kümmern. Mach ich heute nicht mehr.